Schönen guten Tag. Im letzten Video hatte ich eine Kehlbohle geschuftet und der Abschnitt sah hier so aus, dass die einfach senkrecht abgeschnitten worden ist. Nun kann man aber an der Kehlbohle auch noch einen Abschnitt wählen, der an das Gaubendach oder an das Anbaudach angepasst ist. Und das möchte ich heute mal machen in zwei Varianten. Dazu klebe ich mir hier so ein Blatt drauf. Und vervollständige dann die Zeichnung erstmal wieder. Die Oberkante und Unterkante von der Kehlbohle verlängere ich mir. Da soll ja der Abschnitt ran, der neue. Und auch hier die ausgeklappte Kehlbohle verlängere ich mir dann dementsprechend. Wenn ihr nicht wisst, wie die Kehlbohle ausgeklappt wurde und gezeichnet wurde, verlinke ich auch nochmal das Video davon. Hier jetzt einmal die Traufhöhe übertragen und das Ausstellmaß nochmal neu übertragen. Jetzt ist es ungefähr der Stand von der Zeichnung so. Die Vorderkanten werden ja bei der Kehlbohle gemessen. Das heißt, die Vorderkanten sind eigentlich wie Höhen zu sehen in der Schiftungszeichnung. Die laufen hier durch und die Höhen, die müssen ja übertragen werden, weil die Höhen sich auf Ober- und Unterkante ändern. Jetzt habe ich einmal die Vorderkante von der Schwelle übertragen und hier die Höhe von dem angepassten Abschnitt, der war ja ans Hauptdach angepasst. Und die Höhen, die jetzt der angepasste Abschnitt auf der Kehlbohle, die übertrage ich jetzt in das Kehlprofil und zwar auf die Höhe vom angepassten Abschnitt. Das wäre dann die Hexenschnitthöhe sozusagen. Nicht auf die Höhe, sondern auf die Vorderkante. Das ist aber das Pendant zur Hexenschnitthöhe. Jetzt brauchen wir noch das Pendant zur Traufhöhe eigentlich. Und das wäre ja hier das Ausklappmaß. Also genau hier ist ja die Bohle ausgeklappt. Das wäre jetzt das Pendant zur Traufhöhe. Weil das bei der Kehlschiftung ja alles einmal gewechselt ist, sozusagen die Höhen und die Vorderkanten werden einfach genau umgekehrt behandelt wie bei einer normalen Schiftung vom Grat- oder Kehlsparren. Weil das Holz, also die Kehlbohle, ja auch um 90 Grad geklappt auf dem Dach drauf liegt und nicht senkrecht drin liegt wie ein Kehlsparren oder ein Grat sparen. Jetzt verbinde ich die Oberkanten und die Unterkanten miteinander und im Prinzip ist jetzt der Abschnitt schon gezeichnet. Ich habe in der Literatur auch mal gelesen, dass das da auch Hexenschnitt heißt. Ich finde, das ist fast ein kleines bisschen übertrieben, aber nennen wir es einfach Hexenschnitt. Jetzt verbinde ich das Ganze noch, wenn ihr ordentlich gearbeitet habt, ich habe hier nicht ganz ordentlich gearbeitet durch dieses Aufgeklebe und so, dann sollte jetzt die Abgratungslinie genau auf die Oberkante von dem Abschnitt laufen. Ja, hier muss ich ein kleines bisschen schummeln, aber so, das sollte eigentlich so genau laufen. Das ist jetzt die Kante, die man von oben nicht sieht. Das ist also der angepasste Abschnitt. Und in einem nächsten Schritt zeichne ich jetzt gleich noch einen Lot- und Waageabschnitt. Das ist ganz ähnlich, aber man muss halt auch darauf achten, dass wieder die Höhen und die Vorderkanten sozusagen vertauscht sind. Dafür kommt hier ein neues Blatt über den Abschnitt und natürlich wird dann auch in dem Seitenprofil und in dem Kehlprofil angepasst. So, wieder die Zeichnung vervollständigen. Erstmal den Lot- und Waageabschnitt in das Profil reinzeichnen.
Das ist jetzt für uns ausschlaggebend. Und erstmal die Traufhöhe übertragen wieder, die Oberkante und Unterkante verlängern. Und auch die das Ausstellmaß wieder antragen und dann auch die Kehlbohle dementsprechend verlängern. Und auch hier brauchen wir wieder die, das Ausstellmaß auf eine breitere Länge, denn das ist ja jetzt die Vorderkante, wo der Lotabschnitt dran langläuft. Den Waageabschnitt habe ich jetzt übertragen. Der muss ja wieder auf der Vorderkante länger sein als auf der Hinterkante bzw. Unterkante. Die Punkte übertrage ich mir in mein Kehlprofil. Das Ganze jetzt noch ein bisschen schön dick nachgezeichnet und dann ergibt sich hier dieser Abschnitt. Die Abgratungslinie läuft jetzt hier dazwischen. Das ergibt sich mit der Traufhöhe von der Oberkante hier wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen.